es hat mir Spaß gemacht. Ich hatte zwei tolle Schüler, Anaïs Neumann und Kelvin Böckmann, die auch beide Junioren bzw. junge Reiter aus dem Kader sind. Und ja, ich hoffe, die Leute haben was mitgenommen. Ich glaube, ganz, ganz wichtig sind Geduld, weil ein gutes Vielseitigkeitspferd braucht viele, viele Jahre gute Ausbildung und Zeit und keine Eile, um zu reifen. Und dann bringt es auch der Sport natürlich mit sich, dass es nicht immer nur bergauf geht, sondern auch hin und wieder mal ein kleiner Tiefpunkt kommt. Und wenn man dann mit Hilfe von einem guten Trainer und viel Selbstkritik, Motivation und dem richtigen Pferd dranbleibt, glaube ich, kann aus jedem, der so ein paar Kriterien für sich erfüllt, ein guter Vielseitigkeitsreiter werden. Die Equitana ist natürlich immer schon so die Riesenmesse, wo man, wenn man irgendwas sucht, es definitiv findet und meistens einen Tag nicht ausreicht, um alles gesehen zu haben. Mittlerweile ist es natürlich auch toll, dass man, wenn man hier ist, seine Sponsoren alle einmal treffen kann. Die freuen sich, wenn man vorbeischaut und man sieht immer mal wieder was Neues, was man noch nicht kennt, und es ist immer spannend.